einige von euch wünschen sich jetzt schon eine ganze Weile eine Trailer-Reaction zu zwei neuen Ostwind-Spielen und heute kommt sie. Und damit herzlich willkommen zu dieser Trailer-Reaction. Ich bin jetzt schon ganz oft gefragt worden, hast du dir schon den Trailer angeschaut von dem neuen Ostwind-Spiel? Hast du mitbekommen, dass es ein Ostwind Remastered vom ersten Teil geben wird? Ja, dank euch habe ich es mitbekommen. Dankeschön an dieser Stelle, ansonsten hätte ich es nämlich wahrscheinlich verpennt. Ich bin auch ganz oft gefragt worden, wirst du die spielen? Ihr wisst, dass ich kein riesengroßer Ostwind-Fan bin, weil ich die Geschichte dahinter einfach, dieses eine Mädchen versteht sich mit diesem Pferd auf dieser komplett anderen Ebene. Jeder Pferdefilm der vergangenen Dekade befasst sich gefühlt mit diesem Thema. Und ich bin einfach kein Fan von dieser abgedroschenen Geschichte. Nichtsdestotrotz fand ich das erste Ostwind-Spiel sehr cool. Und ich habe ja auch damals Aris Ankunft gespielt. Bei Aris Ankunft habe ich so ein bisschen gefremdelt, weil ich einfach mit Ari an sich nicht so viel anfangen konnte, auch wenn sie ja, glaube ich, in einem letzten Film die Hauptrolle hat, glaube ich, und nicht mehr Mika. Trotzdem habe ich damit irgendwie so ein bisschen gefremdelt. Damit bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden. Was ich aber auf jeden Fall nochmal mit euch spielen möchte, ist Ostwind, ein Beginn einer wunderbaren Freundschaft in der Remastered-Version. Das Spiel kommt schon am 20. Juni raus. Wir haben also nur noch einen knappen Monat, den wir warten müssen. Ist gar nicht mehr so lange hin. Und das Spiel wird es geben für Steam, also für den PC, für die PlayStation 5 und für die Xbox Series X und S. Für die Switch steht hier momentan noch nichts. Es gibt hier auch noch keinen Preis drin. Leute, ganz kurze Live-Recherche. Steht da schon irgendwas in Steam drin, wie teuer das Spiel werden wird, wenn es dann rauskommt? Ich suche mal ganz kurz. Ostwind. Ich hoffe, dass Ostwind Remastered schon reicht für die Suche. Ja, steht auf jeden Fall schon drin in Steam. Allerdings momentan, da läuft schon der Trailer, nee, den wollen wir uns gleich angucken. Allerdings momentan noch ohne Preis, dazu kann ich tatsächlich gerade noch nichts sagen. So, ihr Lieben, ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt den Trailer an. Das Spiel möchte ich, wie gesagt, definitiv mit euch spielen. Was ist der 20. Juni? Das ist kurz vor der zweiten Hochzeit, die dieses Jahr gefeiert wird in unserem Freundeskreis. Gefeuert ist auch gut. Das ist ein Donnerstag. An einem Donnerstag kommt das Spiel raus, genau. Und dann werden wir das auf jeden Fall angucken. Jetzt gucken wir uns erstmal den Trailer an. Ich bin gespannt, Leute. So, nochmal abspielen. Gut, jetzt funktioniert's. So, die altbekannte Landschaft, ganz viel huflattig. Ist es huflattig? Weiß ich gerade gar nicht. Entschlüssle das Geheimnis, das den Lauf der Zeit neu bestimmte. Begegne dem Moment wieder, der Geschichte schrieb. Kann das sein, dass das jetzt vom Modell her, vom Pferd und von der Art, wie Mika gemacht ist, dass das eher wie bei Aris Ankunft anmietet? Erlebe Freiheit wie nie zuvor. Tauche ein in eine Welt, wo jedes Detail zum Leben erwacht. Oh ja. Vom Herzen des Gut Kaltenbach bis zur Seele ihrer uralten Wildnis. In einer Welt, lebendig und rätselhaft, voller unentdeckter Wunder, birgt jede Ecke eine neue Entdeckung. Stürz dich ins Abenteuer und kehre zurück zu Mika und Ostwind. Genieße den Moment und beginn dein Abenteuer. Das sieht viel, viel besser aus, finde ich. Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bald verfügbar für PC, PlayStation 5 viel und Xbox besser Series. Aus. Wenn wir hier nochmal in diesen Vergleich reingehen, das ist schon impressive, finde ich. Ich finde, beim Wasser fällt es extrem krass auf und ich finde auch bei dem Weg und den Landschaftstexturen fällt es auch extrem stark auf. Wir sehen das hier auch nochmal am Wasser und am Gras. Es ist einfach viel, viel detaillierter. Wir haben auch noch ein bisschen, hier haben wir zum Beispiel noch mehr Gestrüpp reinbekommen. Also, und es sieht auch so ein bisschen, guckt euch hier die Bäume an. Und guckt euch im Vergleich hier die Bäume an.
wie viel krasser einfach bei den Bäumen der Detailgrad ist. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ich mag auch die Farben lieber. Die finde ich auch hübscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich schön. Wirklich schön. Also das macht halt, das ist, ja gut, die Mähne hier, die liegt ein bisschen komisch bei Ostwind. Wo sehen wir es nochmal? Hier sehen wir es nochmal hier. Die fliegt, oder die liegt so ein bisschen, die macht wie so eine Föhnrolle. Aber wie gesagt, ich meine, das wäre jetzt der Grafikstil, den damals Aris Ankunft gehabt hat. Aris Ankunft war ja auch optisch schon um Vielfaches besser als der erste Teil. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wartet mal, da stand eben, glaube ich, noch irgendwas. Stand hier irgendwas mit Unreal Engine? Nee, sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich hatte im Kopf, ich hätte irgendwas gelesen, aber jetzt sehe ich es hier gerade nicht. Vielleicht war das auch bei dem anderen Trailer und den gucken wir uns jetzt noch an. So, hier schon mal, bevor wir uns den Trailer anschauen. Und ja, hier unten steht was mit Unreal Engine drin. Allerdings steht hier nicht bei welcher Version, aber ich denke mal fast die 5er dann. Und zwar Ostwind, die Legende von Kimori. Das kommt im Early Access im September raus. Steht noch kein genaues Datum fest. Ich hoffe, dass es Anfang September rauskommt. Denn Ende September, Anfang Oktober wollten wir wahrscheinlich in Sommerurlaub gehen. Es wäre sehr cool, wenn ich das auch direkt mit euch spielen könnte. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Da steht jetzt momentan erstmal nur Wishlist on Steam. Ich vermute fast, dass es erstmal im Early Access nur über Steam verfügbar sein wird. Und erst wenn es den Early Access verlässt und seinen offiziellen Full Release hat, dass es dann auch auf die Konsolen kommen wird. Aber gucken wir uns den Trailer mal an, Leute. So. Norzoch. So nennen die Mongolen die Menschen, die mit der Gabe geboren worden sind, die Sprache der Pferde zu verstehen. Ich höre ihr flüstern. Sie bitten um Hilfe. Ich bin bereit, dem Ruf zu folgen. Tief ins Herz der Mongolei. Ostwind, die Legende von Kimori. Tief ins Herz der Mongolei. Das ist nicht die innere Mongolei. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das in Monster AG drin vorkam, aber es kam auf jeden Fall in Monster AG drin vor. Also, das spielt jetzt in einem komplett anderen Setting. Auffällig ist, dass hier auf jeden Fall Ostwind mitspielt, aber es ist nicht der Ostwind eigentlich. Er hat die gleiche Blässe, beziehungsweise den gleichen Stern. Er ist aber viel, viel kräftiger von den ganzen, vom ganzen Körperbau her. Lass dich mal gerade gucken. Ist ein Konik nicht ein mongolisches Pferd? Wartet mal, lass mich mal ganz kurz schauen. Konik-Pferd. Eine Ponyrasse aus dem mittel- und osteuropäischen Raum. Die sind aber eigentlich auch nicht so kräftig. Wartet mal ganz kurz. Ich weiß nicht, finde ich hier nochmal irgendwas genau? Nee, das ist aber... Nee. Koniks sind noch... Die kommen aus Polen. Das ist noch deutlich zu weit westlich. Also die Mongolei ist ja viel weiter östlich von Polen. Dann war ich da falsch. Die sind auf jeden Fall deutlich kräftiger. Fällt hier besonders auch auf. Finde ich eigentlich schon fast ein bisschen zu krass bemuskelt. Aber die Grafik ist natürlich schön. Da sieht man auch nochmal, finde ich persönlich, einen eigenen Schritt oder einen weiteren Schritt in der Grafik. Wir spielen auch jemanden, der so gar nicht in das ganze Ostwind-Universum reinpasst. Deswegen Mongolei, weil ja immer diese Verbindung bestand, wie gesagt, Norzoch, was er am Anfang auch gesagt hatte. Wirklich richtig, richtig schöne... richtig, richtig schöne Umgebung, richtig schöne Grafik. Ich fremdel noch so ein bisschen damit, dass es halt Ostwind ist, weil es ist obviously nicht der Ostwind, den wir aus den Filmen kennen. Aber ich finde auf jeden Fall die Idee sehr interessant und ich finde es sehr, sehr spannend, was sich da für eine Geschichte hinter aufbauen wird. Mag die Grafik sehr, sehr gerne. Momentan steht hier noch in Development. Early Footage may not reflect the final game. Das heißt, es ist einfach noch in Entwicklung.
Und das sind so erste, so erste Szenen, die wir sehen, so erste Sequenzen, die noch nicht unbedingt so aussehen müssen, wie es im fertigen Spiel aussieht. Aber das, was wir hier sehen, das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird, auch storytechnisch. Wie gesagt, es erwartet uns eine komplett andere Welt als in den anderen Teilen. Ich bin auch gespannt, wie es vom Umfang her ausfällt. Das Remaster, das wird klar, das wird... Soweit ich weiß, hat das die gleichen Quests wie das normale Spiel und dieses Gold Pack, das es da quasi gab, wo mehr Inhalt drin war. Wie hier allerdings der Umfang ist, da habe ich noch gar keinen Plan. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ich vermute mal nicht mehr als 15 Spielstunden, aber ich kann mich auch komplett täuschen. Das ist aber meistens so diese maximale Spielzeit, die Spiele von diesen kleineren Studios haben, Nischenspiele eher haben. Und daher werde ich jetzt einfach mal die Vermutung haben, dass es so um den Dreh sich belaufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das Remaster mit euch zocken. Vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, dann packe ich auch nochmal Aris Ankunft rein und spiele das dann auch nochmal. Und dann starten wir auch mit der Legende von Kimori, wenn es dann rauskommt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Was ist euer erster Eindruck dazu? Was sagt ihr zum Remaster? Was sagt ihr zu Ankunft, zu Kimori? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ihr habt jetzt hier erstmal meine Reaction gehabt und meine Einschätzung. Und wisst auch, wie es so ein bisschen weitergeht, fahrplantechnisch. Also ihr Lieben, haut in die Tasten. Ich bin gespannt, eure Meinung zu lesen. Bis dahin. Tschüss.